Und das ist das Holzvergaser-Track und das habe ich jetzt gelegt. Genau. Weil ich brauche die Reifen, ich baue was Neues. Und ich baue wieder ein Solarauto. Also sowas wie das, was da drin steht. Das gibt es noch immer. Das ursprüngliche Solarauto. Jetzt baue ich ein bisschen einfach. Wirklich. Gut, schaut das aus. Das ist jetzt so, dass sie jetzt schon aufladen. Da ist die Sonne und da ist mein Photovoltaikpanel. Und der Winkel passt überhaupt nicht. Man müsste das machen zum Kippen, damit man das ein wenig aufkippen kann. Aber es lohnt soweit. Das sieht man da, oder? An diesen Laderegler. Jetzt haben wir 100 Watt. Das schaut doch schon nur lustig aus in Kameraperspektive. So, vom Getriebe her, von der Übersetzung, bin ich voll zufrieden mit der Geschwindigkeit. Das ist echt ganz lässig. Ja, ist cool und es lohnt sich auf. Also es ist wirklich eine fahrende Inselanlage, kann man sagen. Es ist eine fahrende Inselanlage geworden. Oha, cool. Danke, das war's. Bis zum nächsten Mal. Hehehehe